Ja, also ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr seid zwei wunderbare Mädchen und jemand muss den Hof ja verlassen. Es ist auch besser so, dann kann man den Einzelnen individuell auf jeden Fall besser kennenlernen. Let somebody go. Deswegen möchte ich, dass du, Alisa, bei mir bleibst. Okay. Ja? Ja? Würde ich gern. Ja, sehr gern. Es war schade, dass ich ihn nicht weiter kennenlernen konnte, aber ja, ich freue mich für die beiden und hoffe einfach, die haben jetzt auch eine gute Zeit und lernen sich einfach weiter kennen und ja, vielleicht entwickelt sich ja dann wirklich auch was draus. Ja gut, dann lasse ich euch beide mal alleine und gehe meine Koffer packen. Dann helfe ich dir den Koffer untertragen, dann genau. Sagst du mir Bescheid. Genau, so machen wir das. Okay. Super. Jetzt haben wir auf jeden Fall Zeit für uns und wir können uns noch intensiver kennenlernen. Und das war mir jetzt auch wichtig. Und ich freue mich jetzt auch auf jeden Fall auf die Zeit. Also die Steffi ist ein ganz wunderbarer Mensch. Aber im Endeffekt waren da einfach bei der Lisa dann mehr Gefühle im Spiel. Und deswegen habe ich mich dann auch für sie entschieden. Ja, dann verabschieden wir uns. Danke für die schöne Zeit und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Alisa. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Mach's gut. Ciao.